So, und damit wieder ein recht herzliches Willkommen zu einer neuen Folge The Evil Within. Ja, wir versuchen jetzt hier irgendwie mit Olle Joseph hier irgendwie durchzukommen. Haben jetzt aber das Problem, dass wir hier schon eine Sequenz getriggert hatten in der letzten Folge. Das könnte voll mit denen sein. Und jetzt natürlich ein bisschen. Ja. Sagen wir mal so, ein bisschen problematisch ist für uns. Wo man ganz ehrlich ist, ne? So, er will, dass wir da oben hinkommen. Wir haben aber auch in der letzten Folge ein geiles Scharfschützengewehr gefunden. Packen wir jetzt erstmal auf Nummer 4. Oh, nice. Jetzt ist die große Frage, sind die One-Hit? Okay, scheint so. Wir haben nur 4 Schuss für die. Ich würde gern für diese Knüfte, wenn die wirklich ein One-Hit-Wonder ist, würde ich gerne für die ein bisschen mehr Munition haben wollen. Alter. Die klatscht aber ganz schön. Also die macht ganz schön Wummi-Wummi. Das gefällt mir. Das, ich finde ihn gut. Oh, die ist sogar so. Das ist sogar so tot. Oh oh. Das war jetzt nicht so clever. Haben wir hiervon noch Munition? Nee, haben wir nicht. Scheißen. Ist jetzt damit echt alles kaputt klatschen? Okay, komm, wir probieren es mal. So, bleib mal liegen. Lol. Da ist das sogar liegen lassen. Jetzt nehmen wir mal, ich mal den hier. Mal auf hier. Hello, my friend. Hello. Das war jetzt nicht so gut. Damit habe ich nicht gerechnet, dass der. Ja, mal ganz kurz hier lang. Laden ganz kurz nach. Wo ist er hin? Da hinten ist er. Hallo! Ich bin hier. Wie gesagt, ich bin hier. Hey, sag mal. Okay, warte mal. Sniper-Munition. Normale Pistolen-Munition. Zündlies. Noch ein Zündlies. Was kann ich denn hier machen? Okay, war ich dafür ein Rätsel? Ja, Joseph, ist ganz clever, dass du direkt vor so einer Bombe stehst, du. Macht Sinn. Ja? Nein. Joseph. Kannst du dich mal bitte verpissen? Oh, Joseph, Alter. Alter, Joseph, ey. Alter, schwere Mühe, du. Hier war doch aber auch noch eine Bombe. Ich hab dich gesehen, du. Das war Knäppjes. Und zwar ganz schön Knäppjes. Okay, also wir sind hier und haben den Generator angemacht. Ich weiß gar nicht, was unser Ziel ist. Erstmal brauchen wir eventuell so ein bisschen so Spritze. Einfach. Geht weg, sie schießen von oben. Ja!
Just for the Lulz oder was? Wir müssen sie alle ausschalten, bevor wir rein können. Ja, Joseph, Alter. Du bist ein... Verpiss dich! Junge, ey, wenn du nichts Sinnvolles beiträgst... Jetzt können wir durch, ohne aufgespießt zu werden. Wir haben keine Chance, ohne die übrigen Geschütze auszuschalten. Ja, das ist mir bewusst. Aber, die eigentlich alle mitten? Das wäre schon fucking awesome, wenn ich die mitnehmen könnte. Lol! Nicht so nice. Gar nicht nice. Boah, die sind auch nicht so nice. Kann ich einfach hier wieder runter? Noch weniger. Ja, ich bin eh tot. Toll. Yay. Okay, wir sollten. Wir müssen sie alle ausschalten, bevor wir rein können. Ohne aufgespießt zu werden. Wir haben keine Chance, ohne die übrigen Geschütze auszuschalten. Bist du okay? Sehe ich okay für dich aus, Junge? Glaube nicht. So, wie jetzt weiter? Ich dachte, wir müssen die anderen Geschütze auch ausdünnen. Ah. Joseph, du verteidigst mich jetzt hier, ja? Is that correct? Joseph? Der Joseph, er macht auch gar nichts. Den verbrennen wir mal vorsichtshalber. Einfach just for the rules. So, und just for the rules habe ich den jetzt erledigt. Das sind 4 Stück, die ich erledigen muss? Ey, nö. Ich hab zu wenig Muni. So, kümmere dich mal drum, Joseph.
Just for the loons. Oh. Nicht just for the loons. Null. Du brauchst es nicht Hilfe, du brauchst ein bisschen mehr als Hilfe. So, ich habe 7 Schuss. Das ist nicht viel, du. Joseph, kommst du mit? Wenn der... Nice, Joseph. Das ist nicht so nice, Joseph. Ach, Mann, ey. Joseph. Wenn die hab ich jetzt... Hart. Ja, langsam, langsam. Joseph. Okay. Joseph, bleib doch dran, Alter. Joseph! Alter, ey. Josefinho. So, warte mal. Kann ich hier irgendwie... Explosionszone. Okay. Yes. Joseph? Hey Joseph, Alter, kannst du den mal klatschen? Danke. Nee, Joseph, Alter, ist klar. So. Jetzt noch wissen, wann der da aufgeht. Oh, Joseph. It's your turn. Wieso macht sich das Ding da oben nicht auf? Geht der jetzt immer auf? Warte mal. Also ich darf jetzt eine Grenade schmeißen? Das funktioniert nicht. Kann ich hier hochklettern? Nee, das geht auch nicht.
nicht da, wo es hin soll. Lol, das hat ihn gar nicht gekümmert. Das hat ihn auf jeden Fall gekümmert. Und leider auch nicht. Ich hab die Fuck-Idee. Er rennt ja erstmal dahin. Danach rennt er dahin. Ja, und hoffe, dass er jetzt einfach... Reicht es immer noch nicht? Alter! Ja, jetzt ist Joseph da. Vorsichtig, das könnte voll mit denen sein. Fick dich, ey, wirklich. Anstelle, dass er mir hilft. Nee. Oh, ich bin ein kleines Mimi. Gibt es denn wenigstens hier irgendwo noch Sachen, die ich hier mitnehmen könnte für irgendwelche Bauteile, die man so bauen könnte? Nein. Jetzt ist mein Revolver noch. Und... Schau mal kurz auf die Uhr. Ja, wir haben ein bisschen geloost, ein bisschen gefailed mal wieder beim Schießen. Joseph geht da hinten ab wie Schmitz Katze, ist mir jetzt völlig egal. Ich hoffe trotzdem, ihr hattet Spaß in der heutigen Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, lasst einen Kommentar und damit ihr keine weiteren Folgen verpasst, abonniert den Channel. Bis dahin sage ich erstmal reingehauen. Darkness twisting me around. There is nothing I can do. This world doesn't spin, it just turns itself. Jokes time.